Bonjour zusammen. Hinter uns liegt eine insgesamt sehr spannende Woche. Ich gehe auch gleich mal auf die Woche und den Monat ein. Mal so ein paar Bemerkungen vorab. Irgendwo habe ich gelesen, Siemens Energy hat den DAX runtergeholt. Das stimmt so nicht. Das waren 30 Punkte. Also bei dem Schlusskurs von 37,34% minus waren das 30 Punkte. So viel ist das nicht. Ich behaupte nach wie vor, die Bücher sind leer. Leer sein heißt, das sind keine großartigen Orders. Weder Kauforders, sprich Anschlusskäufe seitens institutioneller oder privater Kundschaft, als auch Verkaufsorders im Sinne von Short gehen. Wenn hier was verkauft wird, dann sind es irgendwelche Long-Positionen, die aufgelöst werden, weil diverse Werte schon mal stärker gestiegen sind. Ich sehe hier keine massive Short-G-Aktion. Also ich sehe es nicht. Ja, vielleicht übersehe ich es, aber ich sehe es nicht. Ein weiteres Argument für diese, wie ich das nenne, Aktienverdrossenheit. Viele waren bei dem Anstieg nicht dabei, trauen sich jetzt auch nicht mehr zu kaufen, trauen sich aber auch nicht zu verkaufen. Sind diese Extrembewegungen bei Unternehmenszahlen, siehe SMA Solar am Freitag mit plus 15% oder auch die Covestro in der Woche mal mit der Spekulation, dass sie übernommen werden. Ich glaube, bei Thyssen war auch irgendwie sowas. Dann aber auch die verschiedenen Analystenkommentare zu den einzelnen Werten. Und dann knallt das Zeug nach oben und nach unten und zwar über Gebühr. Das sind für mich, so ich möchte es so sagen, untrügliche Zeichen dafür, dass uns hier einfach diese Aktienverdrossenheit ganz stark begleitet. Meine grundsätzliche Einschätzung für den Markt bleibt für die nächsten 3-4 Monate, sagen wir mal bis in den Oktober rein, skeptisch bis negativ. Ich lasse mich von dieser Meinung nicht abbringen. Hatte ich ja gesagt, das stehe ich auch nach wie vor zu, die Sparpläne habe ich seit Anfang Mai reduziert, beziehungsweise also eingefroren. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass ich die irgendwann im September oder Oktober günstiger kriege. Im Moment liege ich ein bisschen vorne, dadurch, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich rechne da nochmal mit mehr. Ich selbst habe nur zwei Positionen. Die eine hatte ich gestern in dem Film über Siemens Energy besprochen. Ich habe ganze 100 Stück bei 16,34. Das sind für mich Schnüffelstücke. Ich will wissen, wie das ist. Und ich habe es auch gestern schon gesagt, da ist ein erheblicher Druck drauf. Das war im ersten Moment, als ich die gekauft habe, war da Druck drauf. Die lagen einmal ganz kurz vorne. Hätte ich die Position voll ausgefahren, dann würde ich am Abend gestern hier gesessen haben und hätte wahrscheinlich auf den Tisch vomiert. Deswegen Schnüffelstücke sind bei sowas, finde ich, immer eine Möglichkeit, um ganz klein reinzukommen und zu gucken, wie sich das verhält. Und es hat vom ersten Moment an gestunken wie Laternenfall ganz unten. Und ich habe Bayer. Die zeige ich jetzt auch nochmal. Die Bayer sind erstaunlich stabil. Die haben momentan nichts mit dem Gesamtmarkt zu tun. Das ist dieser lange Aufwärtstrend. Und da hängen wir jetzt dran mit zwei Dojis hier unten. An diesem Aufwärtstrend. Also da warte ich eigentlich, wenn nicht irgendwas Gravierendes passiert. Und tatsächlich kann ich das, ich habe gerade im NTV angeschaut, jetzt hier gerade eben, also Samstag am 24. um 10.08 Uhr, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, was da abgeht in Russland. Ich weiß keine Ahnung, was das für einen Einfluss haben könnte. Aber jetzt gehen wir mal zum DAX. Dieser diagonale Trend, ich betone es ganz bewusst, weil ich bin hier völlig Ibuprofen geschwängert. Ja. Und meine Stimme ist nach wie vor nicht da. Das tut immer noch weh. Vielen Dank in dem Zusammenhang für die vielen Wünsche und teilweise auch echt guten Tipps. Ich soll mich schonen und ich möchte gerne mal wieder richtig atmen. Wie auch immer, diesen diagonalen Trend haben wir gebrochen. Wir handeln unter der 20-Tage-Linie, die ist hier. Wir waren in der Nähe des unteren Bandes, das ist bei 15.700, ich runde leicht. Der Tiefskurs war bei 15.732. Hat sich dann immer mal wieder, auch am Vortag, schön nach oben abgefedert. Alles in Ordnung, wunderbar. Für mich ist diese Linie hier, ich male sie mal ein, super wichtig. Hier. Dieser Punkt, oder vielmehr diese Marke, ich nehme es mal hier ein bisschen runter,
Die ist bei mir bei hier am Tiefskurs bei 15.629. Dann werden, wenn wir das unterbieten, und damit meine ich jetzt also nicht 15.625 oder 20, sondern ich rede mal von 15.600. Nehmen wir die ganzen Lows hier raus und die Marke kommt auch noch von hier hinten, ich glaube sogar noch weiter, ja genau, von hier seit dem Februar diesen Jahres immer mal wieder angelaufen und abgesoffen. Die 16.000 hat für mich keine Bedeutung mehr. Das ist noch nicht mal Psychologie, das ist nur eine Zahl, damit in der Journey am nächsten Tag steht, wir haben 16.000 zurückerobert oder nachgegeben oder wie auch immer. Für mich hat das keine Bewandtnis. So, und diese Linie, jetzt gehe ich mal auf den Wochenchart, ist hier auch zu sehen. Logischerweise. Ja? Hier haben wir die ganzen Widerstände, hier haben wir dann die Supports. Und damit wären wir unter der 20-Wochen-Linie. Die ist bei 15.696. Auch nicht schön. Von der Woche her ist die ganze Technik hier ziemlich schlapp. Also die Woche ist nicht gut. So, und jetzt haben wir eine Woche noch vor uns, um den Monatschart zu füllen, die Kerze. Und das ist auch wichtig, denn wenn wir den Monat so schließen, idealerweise, so muss ich sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd klingt, unter dieser 15.600, dann haben wir einen auf Monatssicht fetten Shootingstar. Und all das bestätigt nach wie vor meine Einschätzung, dass wir hier die Hochs gesehen haben. Ich glaube nicht dran, dass wir neue All-Time-Highs machen. Ich glaube es nicht dran. Jetzt ist es ein Monat. Das heißt, bis der dann fällt, das dauert dann 3, 4, 5 Monate, bis eben in den Oktober rein, um dann diese erste wirkliche Zielmarke bei 14.500 zu sehen. Überkauft. Ja, ganz leicht jetzt in die Horizontale rein. Also die Monatstechnik sieht nicht so toll aus. Jetzt glaube ich nicht, dass wir das innerhalb von 4, 5 Tagen massiv runtergehen. Aber bitte, bitte behaltet diese Marke hier im Auge. Bis 15.600 drin. Kurse von unter 15.600 sind meiner Meinung nach nicht so prickelnd. Muss man nicht unbedingt haben. Wie gesagt, ich bleibe skeptisch bis negativ. Ich habe euch jetzt hier Scheine mitgebracht. Die sind ein bisschen anders als letzte Woche. Turbos, DAX Open End. Man mag sich vielleicht wundern, dass ich den hier drin lasse. 15.556, das ist ein 51er Hebel. 15.556, da sind wir hier. Das ist eine ganz heiße Option mit dem 51er Hebel. Da geht es schlicht und ergreifend darum, wenn wir jetzt hier nochmal hier runterkommen und ziehen dann vielleicht doch an, wäre das durchaus mal ein Zockwert mit einer kleinen Position. Ansonsten bleibe ich bei den 15.292er, da sind wir ungefähr hier. Ist im Moment auch ein 28er Hebel. Ich habe das letzte Mal, habe ich drei Puts gezeigt. Ich lasse den, der ein bisschen gemütlicher ist, mit Basis 16.975, im Moment ein 14er Hebel. Der ist also weit, weit hier oben. Das sieht man gar nicht im Chart. Ja. Für die Leute, die eher sagen, naja, das ist mir zu heiß, was der Schlegel da empfiehlt. Und das heißere Teil ist der hier, den hatte ich am Mittwoch, glaube ich, genannt. 16.499 im Moment. Da sind wir also hier ganz oben am Rand. Das ist ein 23er Hebel. Ich sehe nicht, dass der Markt hier nennenswert steigt. Ich wiederhole mich, ich weiß es, aber ich möchte es immer wieder sagen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir vielleicht vor dem Hintergrund von irgendeiner wilden Nachricht nochmal hier Richtung 20-Tage-Linie gehen. So ein Schnaps über 16.000. Aber nach wie vor bin ich der Meinung, der Markt ist angeschossen und reif für ein größeres Atmen. Das wäre ich übrigens auch. Deswegen höre ich jetzt hier den Film auf. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.